Moinsen Pamarillos, hier ist der Sutek und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Zusammen mit Kakaofresse, hallo, dem lieben Typen, der uns den Server hier zur Verfügung stellt und jetzt seit ein paar Folgen mal zu uns gestoßen ist und mit dem wir wunderbaren Spaß haben. Und natürlich mit dem herrlichen, wunderbaren, nicht zu vergleichenden Sonic One, den ich vergessen habe in meiner letzten... In der letzten Folge zu hauen. Guck mal hier rüber. Ja. Au, so, du Arschloch. Das muss ich jetzt einfach mal nachholen. Das ging gar nicht, dass du dich einfach hier aus der Folge verabschiedet hast, ohne dass, dass ich unser Ritual durchführen konnte. So, da sind wir wieder. Und wir sind immer noch in unserer Mine. Ja, geile Mine übrigens. Und geile Mine, ja, auf jeden Fall. Da verziehe ich keine Mine, so geil ist sie hier. Und wir schauen einfach mal ein bisschen weiter. Lange kann ich hier unten aber nicht mehr bleiben, denn Leute, ich habe nichts mehr zu essen. Du Penner. Ich auch nicht. Was ist denn das hier für ein Ding da? Jetzt hängt mir voll im Weg. So, hier geht's aber nach unten. Was ist das denn? Oh, geil, voll viel Kohle hier. Habt ihr noch zu essen? Money! Nee, Nee, ich hab auch fast nichts mehr. Ich hab noch ein bisschen vergammeltes Fleisch, also ja, das habe ich auch, aber das wird nicht so auf Dauer nicht so viel bringen. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich noch was hab. Wollen wir mal wieder zurück? Ja, können wir machen. Lass mich hier noch die Kohle abbauen. Hier ist so ein klein bisschen was. Was ist das denn? Ich hab Brot eingesammelt, sehe ich gerade. Das ist mal ganz nützlich. Brot für die Welt oder für dich? Für mich. Brot für Sutek. So. Brot für die Welt, Kuchen für mich, sage ich nur. Okay, das müsste es gewesen sein. Oder was ist das hier? Nee. Gut. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht. Okay. Wo ist denn der Ausgang? Bei mir hier. Und wo bist du? Ich sag nicht bei dir. Hi. Hi. Hier, da in die Richtung. Ja, doch, erstmal hier wieder hoch, ne? Genau da, hier lang. Ja, hier ist noch so ein Spinnenspawn-Dings. Die Spinne dreht voll am Rad. Ah, hier ist der Ausgang. Oh, fuck, wow, hier geht's ja runter. Sieh deinen Namen nicht. Wo seid ihr denn, Alter? Das tut ich weiß also auch nicht, wo du bist. Also, ich bin beim Grabstein von Sonic. Keine Ahnung, wo der gestorben ist. Ich schwimme gerade Wasser hoch. Okay, warte, ich habe eine Ahnung, wo es lang gehen könnte. So. Hier. Ja, ja, hier. Immer so orientieren, hier. Ja. Das ist das Schöne, wenn man die Fackeln richtig setzt, dann kann man sich einfach daran orientieren. Ja. Und dann kann man nie falsch gehen. Ey, Alter, ich bin hier ganz woanders gerade. Aber es ist echt crazy hier. Oh, hier ist noch Kohle. Soll ich die abbauen? Doch, ja, nimm mit, was du... Fuck, ich bin runter ins Wasser gefallen. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Grünschiefer Eisenerz, okay. Wasser. Ich bin hier in so einer komischen Felsspalte auf einmal. Hier kommt Wasser raus. Okay, also wir sind jetzt wieder hier, wo wir... Boah, hier geht die Mine auch noch weiter. Ja. Ey, crazy shit. Also ich komme halt irgendwie zu euch wieder. Ja. Weil, versuch mal dich zu finden irgendwie. Dein Schriftzug oder so, aber... Ah, hier, warte, schon noch kurz die Kohle. Ich bin übrigens Level 3. Ich bin 25. bin ich eigentlich noch gut zu hören im Moment? Ja, ja, so wie immer. Okay. Ich habe das Mikrofon nämlich mal ein bisschen weiter weggestellt, so zur Seite. So, alles gut. Ja, Level 25. Wenn ich Level 30 habe, kann ich schon maximal Verzauberung machen. Nice. Und theoretisch... Nee, ich brauche noch ein bisschen Obsidian. Bevor ich ach, das bist du. Ich dachte gerade, es wäre ein Zombie. Ich wollte dich gerade kaputt kloppen. So. Wie, du bist tot. hier sind Zombies. Ja, komm erstmal wieder mit. Egal. Au! Böhler Penner. Au! Au! Ah, ich brenne, ich brenne! Oh Junge, ah. Komm her hier. Ja, Alter. Warum fackelt der mich denn an? Ah, Spinne! 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 Oh. Wo stehst du denn? Ich bin oben. Wo ist denn oben? Durchs Wasser? Ja, genau. Oder die Leiter hoch, also.
Bist du doof, ey. Das hättest du gerade sehen sollen, Alter. Der springt hier über die Schlucht, haut mich einmal und fällt dann einmal komplett zu dir da runter. Ja, der ist ja vor mir gelandet. Oh, ich bin draußen, Alter. Oh, nice. Oh, jetzt brauche ich aber dringend Essen. Guck mal, habt ihr noch ein bisschen Platz? Kaum. Ich fress mal hier gerade das Kumpel. Wir haben immer noch voll viel Zeug bei uns, ne? Ja? Ja, hier, in unserer Basis. Ach so. Die erste. Oder was heißt die erste? Da oben ist eine Kuh, die fresse ich mal gerade. Mach das. Geht der Strahl denn jetzt irgendwann weg? Weil der ist jetzt ja immer noch mit hier. Ich habe den Grabstein nicht kaputt gemacht. Wenn du alle Items rausholst und den Grabstein kaputt machst, ist der Strahl auch weg. Ja, aber ich habe den Grabstein. Ja, okay. Ist egal. Boah, ich bin gleich schon wieder tot. Ist doch nicht, Mann. Jetzt nehmen wir ein Schwert mit. So. Oh. Wie wir immer voll synchron. Oder so. Oder ja. ja, so wollte ich gerade sagen. Ich begebe mich jetzt mal zurück. Hast du Zeug da rausgenommen aus der. Ich bin total voll. Ich habe jetzt noch so ein paar Einzelheiten mitgenommen. Oh, ich nehme einfach irgendwas hier. So ein bisschen Feuerstein. Ja, random. Feuerstein ist gut, da können wir Pfeile draus machen. Tintenbeutel, braucht man sowas? Ein Kürbis ist hier noch. Ja. Riesenbambus, Kaktus. Weiße Wolle. Ah, gut. Da kannst du zum Beispiel Teppiche draus machen. So. Oh, nice. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, es ist ja nicht weit hier weg. Ja. Wir können das einfach direkt mal gleich holen. Ja. Wir gehen zurück. Oh, Home Sweet Home. Die Bäume sind echt riesig hier, die hier gebaut sind, oder? Ja. Also diese. Es wäre cool, wenn man da dran hochklettern könnte. Das würde ich feiern. Digga, kannst du. Da sind Lianen, also so. Auf jeden. Da kannst du hochklettern. Echt? Ja. Weil das sieht nämlich aus wie Leitern. Ja, das ist so Lianenzeug, so Ranken. Und ja, ich seh's. Kannst du komplett hochklettern. Das ist ja nice. Die kannst du auch abbauen und bei dir zum Beispiel an der Basis anbauen und dann kannst du da. Ich bräuchte mal Essen oder so. Ich habe nämlich 2 Keulen nur noch und ich gehe schon sehr langsam. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Da drüber an der. Also, okay, ich sehe meinen Eingang schon. Einfach Richtung Sonne einfach. Ja, ja. So. Wenn du Essen brauchst, ich hätte ja noch ein bisschen Brot. Und. Ja, ich muss erstmal darüber warten. Wir müssen auch gleich die Kühe mal nachzüchten. Mit Weizen? Ja. Genau. Ich habe, glaube ich, noch so 10 Weizen. Das wird schon ein bisschen reichen. Ich habe 4, glaube ich. Warum ist meine Tür hier auf? Wart ihr in meinem Haus? Nein. Nein. Ihr Schweinchen. So, Ofen. Da mache ich doch mal ein bisschen Kohle rein. Und ich habe nichts mehr zu essen. Sehe ich gerade. Ich habe doch gerade eben Schweine und alles gekillt. Das kann doch nicht sein. In den Augen kann ich nicht. Herzhaftes Häppchen. Für dich. Ich kann Spinnenaugen essen. Okay, das schmeckt mir entscheidend. Oh, die haben mich vergiftet. Hast du mir was gegeben? Ja. Was denn? Brot. 2 Brot. Okay, Spinnenaugen essen vergiftet ein. Wollte ich schon mal gesagt haben, ja. Danke für die Info. So. Okay. So, was machen wir? Ich mache mal hier in die Mitte noch ein paar. Kann ich hier die Schaufeln und sowas reintun? Habe ich die Schaufel hier unten drin? Nee. Ich habe Knochen. Da kann man doch Knochenasche draus machen, oder? Ja, Knochenmehl. Übrigens, könnt ihr euch noch an Xylit erinnern? Wo die Xylophone draus gemacht werden? Ja. 9 Stück davon ergeben eine Kohle. Also. Scheißzeug. Ah. Also kann man, klar, ist es ganz gut, so kannst du im Notfall immer mal ein bisschen Kohle rankriegen, aber sehr wenig halt nur. Ja. Ich habe einen Zaun, 5 Stück. Wo habe ich den denn her? Die hast du unten aus dem Minenbau. Sollen wir mal so einen Zaun für die Kühe? Ja, genau. Wollte ich gerade vorschlagen. Wir müssen mal schlafen gehen, glaube ich. Also ich wäre hier direkt an meinem Bett gerade. Ja. Wo bist du, Mosch? Mosch? Mosch?
Scary. Dann wohl nicht. Boah, dann können wir wohl nicht schlafen. Morsch ist weg. Kann man irgendwo gucken, ob er noch am Server ist? Ja, ist er. Ja. Vielleicht ist er gerade pinkeln oder sowas. Sollen wir mal hier irgendwo ein schönes Gehege bauen? Oder sollen wir das einfach hier drum bauen? Ja, mach mal. Aber ich habe halt nur 5 Zaundinger, gell? Wir können noch mehr bauen. Ja, ist ja kein Ding. Kann man halt auch bauen. Und ich hätte hier auch noch 6 Stück. Also ja, dann mach mal ein bisschen weiter. Man kann auch eine Tür bauen, also wie man mag. So. Mach mal das Moonschild weg. Ja. Reicht das? Hier ist undicht. Hier ist undicht, Digga. Was hast du gemacht? Wieso ist da undicht? Hier können die rauf. So. Warum das denn? Ja, weil die einen Block hoch können. Ach so, einen Block können die hoch. Ah, okay. Mhm. Mosch, hörst du uns? Dann nick mal. Ja. Ah, da ist er wieder. Okay, du warst gerade weg. So. Ja. Wie macht man denn das? Musstest du mal dringend auf Toilette? Ja, komm mal her hier. Ich zeig dir das mal. Ja. Nimm dir mal Eichenholzbretter. Hast du welche? Muss das Eiche sein? Damit es halt ein einheitlicher Zaun wird, würde ich sagen, ja. Theoretisch kannst du jedes Holz nehmen. Okay, ich habe 4 Stück. So, mach dir ein paar Sticks. 9 habe ich. Sticks, ja. Ein paar Sticks. Hast du Sticks? Cool. Ja. Und jetzt tu Sticks in die Mitte. Ja. Und da drunter welche. Ja. So, Moment. Ah, weißt du was, wir haben ein Problem. Was denn? Aus unerfindlichen Gründen kann man hier mit Eichenholz kein Tor Zaun machen, wenn ich das richtig sehe. So. Das ist wie mit den Hacken, dass man irgendwie nur... Ich kann Zauntor machen, aber ich kann leider keinen... Ich habe hier keinen Zaun machen. Ja. Aber mit Eichenholz, kannst du einen mit Eichenholz machen? Das geht bei mir gerade nicht irgendwie. Ich habe nicht genug Dings. Ja. Aua! Ah, ah, ah! Leute! Alter, was will der denn, Alter? Und Hundesohn. Alter, ich habe dich, glaube ich, gerade aus Versehen geboxt. Weil da hinten haut eine Kuh ab. Was? Ey! Wo, Alter. Wieso kann die denn über den Zaun? Das verstehe ich auch nicht. Backt hier rum. Ah, ja, hier. Ja, super. Ach so, ja, nach rechts. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe! Warum komme ich nicht über den Zaun, Alter? Wir können ja genauso wenig drüber wie die Kühe. Ah, okay. Oh, so ist gut. Alter, könnt ihr uns mal drüber lassen hier, bitte? Boah, noch einer. Da hinten ist das Skelett. Aber... Warte mal, lass das Skelett mal stehen, bitte. Ich will das aus 50 Meter Entfernung killen. ich muss Pfeile, muss mir gerade Pfeile holen. Geht mal weg von dem Skelett. Ich hab 5 Pfeile. Ich hab noch mehr, aber ich muss sie gerade holen. So, okay. So, was sind denn 50 Meter? Eine Menge. 50 Blöcke. Ein Block, 1 Meter. Ja, würde ich auch mal schätzen. Ja. Ist er down? Nee. Und Enderman. Nee, ich muss ein Skelett killen. Warte mal. Der steht jetzt gerade ganz, ganz gut da. Wo ist er? Boah, was ist denn hier mit den Viechern los, Mann? Jetzt schon wieder Kühe abgehauen, Leute. Also ich habe ein Skelett gekillt, aber es war anscheinend noch zu nah. Ah, scheiß Enderman. Hauen kaputt. Warum ist eine Kuh hier oben? Die Kühe laufen alle weg. Warum ist? Hab ich doch gesagt. Ja, weil. Warum? Weil Steine fehlen. Da fehlen Steine. Das war ein Enderman. Ein Enderman hat dir die Steine geklaut. Das ist der hier, den ich versuche zu. Ja, Hundesohn. Wer ist denn hier gestorben? Ich nicht. Ich, wegen dem Enderman. Lass den da. Was ist denn mit dem? Ah, der geht nicht down. Lass alle auf den gehen. Alter, verdammte Scheiße. Ach du Kacke. Jawohl. Da kommt ein Mini-Zombie.
Und ein großer. Was ist das für ein kleiner? Nein! Oh. Ah. Oh Mann. Scheiße, Alter. Alter, nein. Ihr seid beide tot. Können wir das rausschneiden? Nein! Das ist niemals passiert. So. Spinne! Jetzt back ich gerade in meiner Tür fest. Ach Mann, ey. Ja, schade. 25 Punkte weg. So, also Level. Aber egal. Heiligsblechle, ey. Mein Gott. Oh, ich habe, glaube ich, eine Fackel kaputt gemacht. Passiert. Wo ist sie denn, die Fackel? Ich fackel nicht lang, so. Wie die Kuh hier auch nicht runtergeht jetzt. Also wir sollten echt mal anfangen, hier alles ein bisschen mobsicher zu machen und ganz viele Fackeln zu verteilen. Ein bisschen mobsiger. Mobsicher. Spinne. Aua, ich glaube, ich spinne. Oh. Wem gehört denn hier der Grabstein? Mach dir mal einer weg. Dir. Mir? Nee. Ja, locker. Hä? Ich bin nicht also gestorben. Einer gehört mir und zwei gehören Mosch. Ich mach ihn kaputt. Muss gleich wieder was essen kommen. Ich geh mal was essen. Was ist mit Schweinen? Können wir Schweine züchten? Ja. Ja, klar. Haben wir Schweine? Brauchst du Karotten für. Ah, wie züchtet man Karotten? Muss man die erstmal suchen, die Karotten? Ja. Ja. Okay. Was kann ich denn hier noch futtern? Ich habe hier noch ein bisschen Leder. Ich habe nichts mehr zu futtern, Leute. Dornen habe ich. Ach du Scheiße. Was ist denn mit Dornen? Übrigens brauche ich noch Kies für da oben draufzustellen. Habe ich hier noch Kies? Marbel. Erde, Granit. Also ich habe Rutenhirse, Gras, Herstellung, grüner Farbstoff. Dann können wir es nicht essen auf jeden Fall. Leute, ich sterbe gerade. Ich brauche mal ein bisschen Essen. Ich habe nichts zu essen. Auch nicht. Sollen wir mal auf Jagd gehen, auf jeden Fall. Ich kill eine Babykuh. Kann ich die killen? Wir haben keinen. Nee. Bringt dir nichts. Dann lieber eine Erwachsene. Große. Aber bevor du die killst, lieber nochmal nachzüchten. Wenn's warte, geht. Ich mach's mal eben. Ich bin gleich tot. Nee, geht grad nicht. Ja, dann stirbst du halt. Dann ist halt egal. Du bist ja safe. Du hast ja dein Bett hier aufgebaut, ne? Ja, ja. Aber ich ess mal kurz noch ein Spinnenauge vorher, bevor ich hier sterbe. Das bringt dir aber auch nicht viel. Du wirst doch vergiftet, oder? Ja, nicht. Aber ja, ist ja egal. Oh, da ist hinten ist so ein Slenderman. Enderman. Alter, was ist mit dem? Der beamt sich hier rum. Verrückter Mongo! Der macht gleich einen Mega-Lärm. Wo bist du? Ich kann dir ein bisschen Brot geben. Aua, ja, ich bin jetzt bei meiner Butze. Komme. Aber sollte nicht viel bringen, du wirst sowieso bald sterben. Danke, du bist so aufbauend zu mir. Der kommt und erstickt mich im Schlaf, glaube ich, ey. Ja, wir müssen mal echt mal irgendwie Essen besorgen. Kann man hier nicht Äpfel anbauen oder so? Hier hinten ist erstmal ein dickes Dorf, Leute. Ich bin hier gerade auf Dorf. Dickes Dorf? Wo? Wo? Hier auf Essenssuche. Ich brauche auch Essen, Alter. Aber nicht das Dorf, das wir auf dem Weg hierher gefunden haben schon, oder? Ja, das weiß er ja nicht, oder? Keine Ahnung, aber nee. Da war ich auch nicht da. Hier sind Schafe, Alter. Was heißt ein dickes Dorf? Ist da ein Haus? Und ein Brunnen? Ja, und auf jeden Fall Gemüsebeete. Ja, ja, das kennen wir doch. Das kennen wir schon. Ja, ich bin jetzt hier. Hier ist ein Villager. Ja, zwei sind in dem Haus, ne? Peach-Zeppling gegen einen Smaragd. Wo ist das andere Kackschaf hier? Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Weizen fertig. Ein dickes Dorf, Alter. Ein Haus. Oh Mensch, was bist denn jetzt so? Ja, ich kann Kartoffeln mitbringen. Willst du Kartoffeln haben? Ja, mach doch mal. Und Weizen. Idee. Ganz viel. Wo bin ich denn jetzt? Will hier wieder raus? Komische Grotte.
Was kann ich denn hier noch finden, so? Da oben steht noch ein Schaf, aber... Kuhschubser, ich habe erst Hubschrauber gelesen. Oh ja, hier sind ja tausende von Kühen. Hier sind Schweine, ich habe noch Schweine gefunden. Schwein gehabt. Au. Ich muss schnell was essen. Habe ich noch was zu essen? Raw Mutton habe ich. Oh Mann, das hat auch nicht viel gebracht. Kommt her, ihr Schweine! Ja, die kommen echt. Oh Mann. Wo kriegt man denn jetzt so Karotten her oder sowas? Entweder aus einem Villagerdorf. Aus einem Villagerdorf, wo das angebaut wird. Oder du hast ganz viel Glück und zerhaust einen Zombie, der dann eine Karotte fallen lässt. Das ist aber schon eher rare. Oder du findest hier im Gras eine Büschel, wo verschiedene Pflanzensorten rausfallen. Da kannst du auch welche rauskriegen. Genau. Ah, okay. Boah, ist das, also wenn man nicht sich um Essen gekümmert hat, ist es echt heftig, sich um Essen zu kümmern, weißt du? Ja. Also das muss man echt immer vorzeitig machen. Wenn man halt erstmal so eine Grundwirtschaft aufgebaut hat, dass du genug Schweine, genug Kühe, genug Weizen und sowas hast, dann geht's halt gut, weißt du? Ja, aber ja. Am Anfang ist halt erstmal richtig so, richtig Survival. Ja, du Kackschaf. Mäh doch selber, so. Da ist noch eins. Und Tiere spawnen einfach so irgendwo? Ja, genau. Zufällig. Und wenn ich mir einen Sattel baue und mir ein Pferd habe, kann ich dann damit hinreiten, wo ich will? Ja. Ja. Und bin auch schneller? Ja. Oh, das will ich machen, Alter. Du musst aber immer aufpassen, dass du dann keine Schluchten übersiehst. Mir passiert es halt ständig, wenn ich mit Pferden unterwegs bin. Dass ich so schnell bin, dass ich dann so eine Schlucht nicht sehe und einfach mal drin lande und dann ist das Pferd tot oder ich tot. Und das ist halt ein bisschen der Nachteil daran. Ich habe Lava gefunden. Die blubbert ganz laut. Alter, wo bin ich denn jetzt? War ich eben auch schon? Also hier ist Wasser und Wüste auf einmal. Unfassbar. Ja, Wasser und Wüste, das ist doch bei uns in der Nähe. Ich probiere jetzt erstmal wieder zurückzukommen, weil wir haben schon eine zu lange Folge wieder. Mhm. Hühner! Stirb, Huhn. Da ist Huhn. Stirb, Federn. Hühner, Schenkel. Chicken Wings. Geil! Achso, ich bin quasi durch den Tor, wenn ihr durch den Torbogen guckt, also von dem Berg, dahinter bin ich, auf der anderen Seite quasi, durch den Bogen durch, aber ich gehe jetzt mal irgendwie wieder nach Hause. Und dann koche ich mir schnell ein bisschen Fleisch. Hier ist eine richtige fette... Was ist denn das? Ah, Creeper. Kommt hier einfach ein Creeper her. Hier läuft Wasser raus. Autsch. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Jetzt müsste ich doch hier gleich bei mir rauskommen, oder nicht? Ja, hier ist mein Torbogen. Hier, bin richtig. Ich muss mir unbedingt mal durch mein Haus einen Eingang auf die andere Seite bauen. Mhm. So, stell den Ofen an. Oh geil, da sind noch Steaks drin. So, ich habe auch noch Kaktusfruit, habe ich gefunden unterwegs. Nice. Ja, ich habe hier auch einiges jetzt auf jeden Fall dabei. Komme auch gleich wieder zurück. So, jetzt muss ich erstmal hier was. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Erde, weiße Wolle, schwarze Wolle. Komm, ich verfeuere mal die Eichelholzbretter. Eichenholzbretter. Eichelholzbretter. Aber ich finde, wenn du die Maustaste drückst, also die mittlere, dann sortiert er das nicht so geil irgendwie. Ja. Also der macht nicht Essen an Essen und Stein an Stein, sondern aber irgendwie... Nee, es wird halt immerhin alles automatisch zusammengefügt, was halt gleich ist. Das ist halt schon mal ganz praktisch. Ja, das schon, ja. Um ein bisschen Platz zu sparen. Ja.
So, was ist denn das hier? Xylit. Braucht man das? Keine Ahnung. Das kannst du in den Ofen hauen. Damit kannst du anfeuern, habe ich raus. Du kannst auch Kohle drauf machen. Ach, cool. Ich habe es zum Anfeuern genutzt. So, Fäden habe ich. Warte mal, hier ist noch, ich habe da noch einen Ofen. Da ist noch Kohle drin. Da mache ich mir mal ein paar Hähnchen. So, und hier brauche ich noch was zum Anfeuern. Ja, gut. Als wären es Cheerleader. Genau. So. Jawollo. Ja, okay, der Ofen köchelt erstmal. Gut, da würde ich sagen, machen wir ja Schluss für heute, oder was? Okay. Gut, ich mache die Tür zu, ich bleibe hier in meinem Häuschen und in der nächsten Folge starten wir dann hier, oder ich starte auf jeden Fall hier in meinem kleinen Häuschen und dann gibt es erstmal was zu futtern. Eigentlich müsste ich ja hier den Tisch vor den Ofen stellen oder hier in die Ecke oder so eine kleine, ach nein, so eine kleine Essecke machen. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, stay pam. Haut er mich noch? Ja. Au, okay. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.